begrüße euch zu Urbia TV. In der Geburtshilfe wird kaum ein Thema so heiß diskutiert wie der Kaiserschnitt. Einerseits ist er natürlich ein Segen der modernen Medizin, denn wo heute ein Kaiserschnitt gemacht wird, da sind früher die Frauen und Kinder ganz einfach gestorben. Und andererseits ist es aber so, dass die sogenannte Sektio in den letzten Jahren immer häufiger vorgenommen wird und dass viele Frauen den Kaiserschnitt als ziemlichen Eingriff in den natürlichen Geburtsvorgang erleben und empfinden. Mit meinem heutigen Gast möchte ich gerne über den Kaiserschnitt sprechen, Herr Dr. Joachim Neuerburg. Sie können mir bestimmt meine Fragen beantworten, Sie sind seit 1980 in der Geburtshilfe. Ja. Ne? Genau. Erstmal der Zeitpunkt vor der Geburt. Während der Schwangerschaft wird ja auch schon oft zum Kaiserschnitt geraten. In welchen Fällen ist das so? Es gibt einige wenige sogenannte medizinische Indikationen, die bereits vor der Geburt die Notwendigkeit eines Kaiserschnittes deutlich machen. Dazu zählt die Plazenta praevia, also die vor dem Muttermund liegende Plazenta, die zu Blutungen führen würde, wenn es zur normalen Geburt käme. Dazu zählen kindliche Fehlbildungen. Dazu zählt das sogenannte relative Missverhältnis, das heißt, das Baby ist von vornherein zu groß für das Becken der Mutter. Und natürlich dazu zählen auch bestimmte Plazenta-Versorgungsstörungen, also Versorgungsstörungen des Mutterkuchens, die es im Interesse des Kindes notwendig machen, einen Kaiserschnitt von vornherein durchzuführen. Wie ist es dann während der Geburt? Welche Gründe gibt es da? Auch unter der Geburt kann es zu Risikosituationen für das Baby kommen, dass die Versorgung unter der Geburt nicht mehr so gewährleistet ist, wie es sein sollte. Das sieht man am sogenannten CTG, an den Herztönen des Kindes. Dann wird auch der sogenannte sekundäre Kaiserschnitt notwendig oder wenn auch die Geburt zum Stillstand kommt, ohne dass der Muttermund vollständig eröffnet ist und man dann auch das Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen muss. Muss die Frau dem eigentlich zustimmen? Ja, das ist absolute Voraussetzung, dass die Frau im Kaiserschnitt zustimmt. Ich habe es bisher auch nie erlebt, bis auf ein einziges Mal, dass die Frau einem notwendigen Kaiserschnitt nicht zugestimmt hat. In diesem Falle handelte es sich um eine schizophrene Patientin, die wir dann aber nach intensivem Zureden doch überzeugen konnten, den Kaiserschnitt durchführen zu lassen. Was ist denn eigentlich dieser sanfte Kaiserschnitt? Die sanfte Kaiserschnittmethode, die aus Israel in Deutschland eingeführt wurde, nach Miskafler Dach, berücksichtigt mehr die Schichten des Körpers und es wird stumpf, ohne Benutzung der Schere oder des Messers, werden die Schichten auseinander getrennt und dadurch weniger Verletzungen im Inneren der Mutter verursacht, sodass es zu weniger Blutungen kommt, zu einem sehr viel schnelleren Heilungsprozess mit weniger Schmerzen. Gut, jetzt haben wir vor der Geburt, während der Geburt, gehen wir noch zum Zeitpunkt nach der Geburt. Was ist da für die Frau anders körperlich gesehen als nach einer spontanen Geburt? Die Schmerzen sind nach dem Kaiserschnitt vielleicht etwas länger anhaltend als nach einer normalen Geburt, wobei natürlich auch der Dammschnitt, der immer seltener angewandt wird in heutiger Zeit, auch einige Tage Schmerzen verursachen kann. Also die Frau ist nach einem Kaiserschnitt sicherlich etwas weniger mobil als nach einer ganz normalen Entbindung. Es kann zu Blutungskomplikationen, es kann zu Infektionen, es kann zu Thrombose und Embolien kommen, die doch den Kaiserschnitt immer noch deutlich risikoreicher als eine normale Geburt gestalten. Gibt es bestimmt auch Untersuchungen, wie das für das Kind ist, was da anders ist? Ja, es gibt auch sehr viel mehr Anpassungsstörungen des Kindes nach einem Kaiserschnitt. Zum Beispiel ist die Lunge des Kindes noch mit Fruchtwasser gefüllt und unter der Geburt wird dieses Fruchtwasser aus der Lunge mehr oder weniger ausgepresst oder vom Kind ausgestoßen, sodass Kinder nach einer normalen Geburt sehr viel fitter, sehr viel wacher sind als nach einem Kaiserschnitt. Und es kann auch nach Kaiserschnitten doch hin und wieder zu Atmungsstörungen kommen, die dann eine vorübergehende Beatmung des Kindes erfordern. Mir kommt es auch so ein bisschen vor, wenn ich so in unserem Forum lese oder ich habe auch mit vielen Müttern gesprochen, die einen Kaiserschnitt hatten und die dann danach merken, also irgendwie habe ich doch ein Problem damit, dass ich nicht spontan entbunden habe. Woran liegt das Ihrer Erfahrung nach? Die Mehrzahl der Mütter erwartet nach einer unkomplizierten Schwangerschaft eine unkomplizierte Geburt und ist stolz darauf, ihr Kind selbst zur Welt bringen zu können.
es ist ja auch, Schwangerschaft ist keine Krankheit, auch Geburt sollte etwas ganz Physiologisches sein. Und wenn das dann eben nicht so physiologisch war und die Hilfe der Ärzte in Anspruch genommen hat, dann ist man enttäuscht. Leider nimmt aber dieser Wunsch nach einer normalen, natürlichen Geburt auch ein wenig in der Bevölkerung ab, sodass also auch die Wunsch-Kaiserschnittrate mit 5% doch erheblich zu Buche schlägt. Also zum Wunsch-Kaiserschnitt müsste ich Sie noch mal einladen, aber ich habe noch eine Frage zum Kaiserschnitt, zur Kaiserschnittquote. Die ist ja in den letzten Jahren tatsächlich gestiegen, ja, oder? Es gibt eine neuere Untersuchung aus der Universitätsklinik Lübeck, die zeigt, dass in Boston, im Boston City Hospital, 1937 die Kaiserschnittrate bei 3% und heute bei 30% liegt. Das ist ja also das ist ein zehnfacher Anstieg der Kaiserschnittrate. In Deutschland ist die Kaiserschnittrate von 1997 17% auf 2007 auf etwa 30% angestiegen. Also das ist schon ein ganz deutlicher Anstieg, der damit zusammenhängt, dass man natürlich in Verbindung mit dem Kind keinerlei Risiken eingehen möchte, also sogenannte forensische Gründe, die zum Anstieg dieser Rate geführt haben. Weil man sonst ein juristisches Problem bekommt, oder? Ja, und vor allen Dingen das Kind eben in Gefahr bringt. Und außerdem muss man aber auch dem entgegenhalten, dass die modernen Kaiserschnitte heute nicht mehr so traumatisch und gefährlich für die Mütter sind, wie es vor vielen Jahren, zum Beispiel in den 30er Jahren,